wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Daytrading in der Praxis. Heute mit Jan-Robert Schütte und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Falls Sie schon mal dabei waren und sich fragen, da fehlt doch noch jemand. Ja, Alois ist heute mal nicht dabei. Der hat ein bisschen Freizeit, hat er sich auch verdient. Und ja, ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen von FX Flat. Und bevor ich den Bildschirm jetzt gleich an Jan-Robert übergebe, müssen wir wie immer kurz über den Risikohinweis sprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Sehr gut, dann Jan-Robert, kriegst du jetzt den Bildschirm. Ich wünsche natürlich viel Erfolg, viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Dankeschön, Dankeschön. Herzlich willkommen allen. Dankeschön für Ihre Zeit natürlich. Ich habe gehört, dass auch in Deutschland und anderen Ländern in Europa auch sehr gutes Wetter ist. Und ja, heutzutage bin ich alleine und Alvis ist mit dem Urlaub gegangen. Er sagt, okay, du musst mal arbeiten. Mache ich gerne. Und ja, ich möchte gerne wissen, ob ihr auch von Ihnen auch handeln mit MetaTrader 4 bei FX Flats. Und ja, wie das geht, ob Sie zufrieden sind oder nicht, mit dem Erfolg natürlich. Und ich möchte gerne einen einzigen Slide zeigen und ich möchte gerne in Praxis, was wir auch machen, wir schicken einen Link, können Sie Informationsanfragen und können Sie auch natürlich Fragen stellen in den Chat, wenn Sie auch einen Markt haben. Was ja, okay, das möchte ich gerne wissen, werde ich auch gerne zeigen, weil mit FX Flat kann man sehr viele Märkte handeln und das ist sehr toll natürlich. Und ja, ich kann, denke ich, keine Questions sehen, denke ich nicht. Doch, Also, doch. wenn, Ich habe dich ja. freigeschaltet. Du Ah, kannst okay, auch. ja. Muss ich mal gucken, wo ich das kann finden. Und also, guten Abend, Albert, guten Abend, danke, ja, das klappt. Also, interaktiv möchte ich das machen und wenn Sie auch Fragen haben, gerne. Also zum Ersten möchte ich gerne mal sagen, dass ja alles mit gutem Erfolg, ja, das fängt natürlich an mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist zum Beispiel dieses Webinar mit Nelson und mich. Und ich habe den ersten Schritt gemacht auf der Börse in den Ende 90, 2000. Habe ich auch gelernt zu handeln und da habe ich auch gelernt, Money Management zu erfassen, auch Systeme zu haben. Und das ist sehr wichtig. Man muss wissen, was man tut. Und man kann nur ja, lernen by doing. Also man muss es tun, muss man traden. Und ich habe auch bei FX kann man auch kleine Konto handeln. Und wenn man mehr Vertrauen hat, kann man mehr handeln natürlich, in größer handeln. Also, ich zeige gerade ein System von Alex Matthijssen und er ist ein Trader. Und in den Beginnjahren war ich auf der Börse. Ich war 6, 7 Jahre später. Und ich habe er zum ersten Mal gesehen mit ein Papier mit Charts drauf. Das fand ich so interessant. Und später war ich auch Manager von 40 Händlern. Und da hat er gesehen, ja, was gut ist, was nicht gut ist, was gute Hände machen. Und er handelt selber auch mit dem System und er hat ein System entworfen, ja, wobei klare Signale für Buy und Sell gibt, Kauf- und Verkaufssignale. Und seine Erfahrung hat er mitgebracht, auch mit Seminars. Wir waren zusammen nach mit dem Team vom FX Flat in Eriksbrechestag. Ja, ich sehe ein Foto, das bin ich nicht, ich bin viel hübscher natürlich. Das war in Oktober, wenn ich in Dubai war und Alois hat eine Präsentation gemacht in Beurs van Berlage in Amsterdam, hat auch einige Interviews gemacht und ich selbst habe auch meine Gründe gelegt auf der Börse in den Jahren 90, 2000 und später habe ich
Aufstiegsakademie und Kryptoakademie aufgegründet. Und ich habe auch mehr als 25 Jahre praktische Erfahrung, das wäre wichtig. Und danach, danächst bin ich auch noch ja, ins Ausland, um Präsentationen zu geben, auch für mein Buch natürlich, was ich geschrieben habe, Crypto Trading for Ambitious Beginners. Und im November war das ausgebracht, habe ich mehr als 6.300 Bücher verkauft. Und mit den ersten Exemplaren habe ich mitgebracht nach Ukraine. Und da habe ich 2000 USDT gedoniert an Ukraine im März, weil ich habe ja Bindung mit Ukraine auch und ich fand das ja sehr gepasst. Und aus in Ausland war ich auch in Cyprus, in Zypern, in Manila, auch in Assessment Summit in Dubai und zwei Wochen her war ich in Los Angeles. Mit einem Interview auch mit Texas Boys, Worldwide Cryptos. Und das ist auch sehr cool. Man kann auch Kryptos handeln mit FX Flat. Das ist sehr cool. Manchmal werde ich mal gefragt durch eine Zeitung. Also, ich möchte einige Slides zeigen. Und basically, das ist nämlich, dass Alois und wir haben zusammen sehr lange Erfahrung mit praktisch. Und wir handeln selber auch mit den System. Und wir wissen auch, wo die Fallstricke bei Handeln liegen. Und wir wissen auch, wie man erfolgreich handelt. Und man muss immer die Masse einen Schritt voraus sein. Und wir nutzen das Momentum in einer frühen Phase. Und wir helfen auch andere Trader. Wir haben mehr als 300 Kunden, fast 400, um zu helfen mit dem System. Und wir bleiben auch sehr scharf am Ball. Also, vielleicht handeln Sie auch mit oder ohne System, aber es ist sehr wichtig, sehr einfach zu halten. Nicht 20 Indikatoren, weil das ist zu viel, weil man 20 Indikatoren hat. Es gibt immer einen Indikator, die sagt, okay, man muss nichts machen. Also wenn man nichts macht, dann handelt man nicht. Und sehr wichtig ist natürlich Fokus. Und ich habe auch gehört, dass von Aras, dass Kunden auch angerufen haben. Die haben gesagt, Alois Matthijssen von kein Hokuspokus, sondern Fokus, Fokus. Also konsequent handeln ist sehr wichtig. Einige Vorurteile von D-Training sind auch, dass man stundenlang für ein Bildschirm muss sitzen. Das ist nicht nötig. Daytrading ist riskant. Das Riskante ist, wenn man sehr große Positionen machen. Und das ist auch nicht nötig. Und sie müssen auch über viele technische Wissen verfügen. Das ist auch nicht möglich, auch nicht nötig. Man kann sehr einfach handeln mit dem System, auch mit Ameritrade 4. Und sie müssen auch gut informiert sein oder eine Menge recherchieren und nur der Broker verdient Geld. Das sind Vorteile, das ist meiner Meinung nicht wahr. Natürlich, ein Broker verdient Geld an die Transaktionen, das ist logisch. Jeder kann dann etwas verdienen, aber mit FXFlat habe ich gemerkt, dass die Ausführung sehr gut ist, auch im Vergleich mit anderen Brokers. Und ja, das ist sehr toll und gibt es auch sehr viele Möglichkeiten. Ja, auch die Macht der Kompoundierung, Zinseszins, das ist ein Beispiel, ne? Wenn man ein Ziel hat, pro Tag 0,5% zu handeln und zu bekommen, als Ergebnis, und Sie fangen an mit 1.000 Euro und die Positionsgröße ist 20.000, dann braucht man nur 3 Pips pro Tag. Und das ist nicht viel, weil der Forex-Markt, euer Dollar, ist sehr ja, volatil. Man kann manchmal 30 oder 40 Pips bekommen pro Tag. Aber dann wachsen die 1.000 Euro in ein Handelsjahr auf bis zu 2.684. Aber man muss natürlich konsequent sein. Und wir haben auch den DAX. Bestens ist 9 Uhr bis 10.30 Uhr. Ich weiß nicht, wie ihr das, ja, wie ihr das findet. Aber wir haben die Tabelle beigearbeitet. Und bis 8.07 Uhr gibt es kumuliert 2290 Punkte, also nicht 6.05 5,8, das war früher. Aber sehr wichtig ist natürlich nicht
ohne die Hit-Ratio, wie viel von den 100 Trades sind gut, sind hier zum Beispiel 25, aber die Profit-Faktor ist sehr wichtig auch und das muss höher sein. Je höher, desto besser. Und wenn ein Profit-Faktor unten ein ist, dann ist das ja nicht gut, dann ist ein Verlust. Und man sieht auch, dass die Profit-Faktor mit System auch sehr gut ist, höher als 1 natürlich, mit Ausnahmen von 4 oder von 7. Und das sind die Ergebnisse von der DAX, Nasdaq, Euro oder Dollar, year to date, also bis Juli. Und man sieht auch 2228 Punkte auf den DAX, das ist die höhere. Und vielleicht kann ich etwas zeigen, das ist mit einem Laserpointer hier. Man sieht hier die DAX sehr gut. Also das ist für nur anderthalb Stunden Arbeit. Und ich weiß nicht, ob ihr auch DAX handelt in der Mittag oder in der Abend, möchte ich gerne wissen. Oder sind ihr auch mehr auf den Nasdaq anzutreten? Und wir haben in eineinhalb Stunden auch fast 1600 Points ja, gepackt und Euro-Dollar 69 Pips. Also wenn man das Multiplier macht von 1, dann geht es fast 4000 Euro. Mit Multiple, also Multiple von 5 oder 10, kann man mehr machen. Aber man kann man auch weniger machen natürlich. Und das ist auch, dass man kann so groß oder so klein möglich handeln, wie man möchte. Also die Trainingsergebnisse letztes Jahr, in 2021, haben wir DAX gehandelt mit 1 CFD-Kontrakt ist 1 Euro pro Punkt, also 10 CFD sind 2 Euro. Wir waren die Punkte 25, 14. Also wir sind jetzt fast daran, konsequent. Und das ist sehr gut. Und mit 10 CFD hat man ein Ergebnis von 25.140 Euro. Okay, man hat dann Handelskapital 8.000 nötig, nicht 800, aber 8.000. Man kann man auch kleiner handeln natürlich und ja, die Return on Investment ist dann 160% fast. Aber sie sind sehr gut, wenn man diese Ergebnisse behält in weniger dann ja, mit weniger Trades. Also das ist sehr wichtig. Wie kennt Jesse Livermore auch? Jesse Livermore, wenn ihr Englisch gut redet, ich habe auch ein E-Buch, kann man auch bekommen von mich. Für euch selbst und da kann man eine E-Mail schicken, ich mache die eine E-Mail später. Aber die sagt immer, 100 Jahre her schon, successful traders always follow the line of least resistance, follow the trend is your friend. So, das heißt, man muss Momentum haben und mit dem Trend mitbewegen, nicht dagegen ein. Und wir gehen jetzt nach die Grafiken. Und Alvis Matthijssen hat auch gesagt, man kann kein Gewinner werden, ohne Risiko einzugeben. Frage ich das einfach an Max Verstappen, FN, F1 Weltmeister. Alois hat früher auch gereist in Auto, in zijn jüngeren Jahren. Und okay, dann gehen wir mal gucken, ob das Grafiken sind. Dann gehe ich mal gucken, ob sie auch zum Beispiel Fragen hat. Und ja, welche Märkten handeln Sie normalerweise? Ist das zum Beispiel die DAX natürlich? Oder gibt es auch Nasdaq in den Abend oder in Mittag? Oder zum Beispiel auch Krypto, Bitcoin? Bin ich doch gespannt. Ja, sehe ich hier auch. Kann ich das auch? Ja. Guten Abend, habe ich hier gesehen. Ich kann nicht das Schirm auch expandieren. Also ich möchte mal gehen nach die Charts. Ich sehe keine andere, denke ich. Nein, okay. Dankeschön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. DAX, ah ja, Michael sagt DAX, Dow und Nasdaq. Und handeln Sie auch die DAX zum Beispiel von morgen bis Mittag oder Abend, weil ich habe gemerkt, auch besser dann in de Mittag
die andere Märkte zu handeln. Und was wir hier machen, ist, normalerweise bekommt man mit FX Trade natürlich ein Demo-Konto oder Live-Konto. Zum Beispiel German DAX, das ist hier die DE40. Dann sieht man das. Und es ist sehr schwierig, um zum Beispiel hier zu handeln. Da ist nicht schwierig zu handeln, aber man muss immer neue Order machen, Volume einfügen, einen Stop-Verlust, Gewinne. Und das haben wir anders gemacht. Also hier gibt es auch zum Beispiel die Charts. Man kann sagen, ja, die Chart fängt links unten und die an und die geht nach rechts oben. Also ist ein Uptrend. Dann muss man hier kaufen oder verkaufen. Wir mal gucken. Alois hat gesagt, ich mache das anders. Ich mache ein 3-Timeframe-Prinzip. Also er hat hier gemacht 15 Minuten an der rechten Seite. Das für ein das für große Bild. Und in die 15 Minuten haben wir auch die Pivot Points gezeichnet. Und das gibt Standard ein mit dem Paket. Und was heißt das? Heißt, Pivot Points wird berechnet von Punkten, High, Low, Open, Close und auch die Daten von gestern. Also, wenn man die Zeit, ja, die Pivot Points hat, den Anfang, dann kann man das gleich sehen. Und von tevoren. Und man sieht auch zum Beispiel die Pivot Point gibt hier unten. Und Resistance 1, das ist Widerstand 1, Widerstand 2, 3, 4 nach oben. Und nach unten gibt es natürlich Widerstand nach unten, Support ist jetzt Unterstützung. Und daneben gibt es auch Yesterday High, das ist gestern Höhepunkt und Yesterday, gestern Höhepunkt. Ne? Das ist hier die Low, ist hier der Tiefpunkt, ist hier Yesterday Low. Also man kann sehen, dass die DAX heute nicht so sehr viel fluktuiert. Ein bisschen zwischen die Pivot Point hier und Resistance 1, R1. Also das ist nur für allgemeine Bild, dass man das sieht. Zweitens ist in 5 Minuten, ich handle der DAX auf 1 Minute. Und was die 5 Minuten zeigt, das ist auch hier eine Proprietary Moving Average, das ist ein Moving Average, was ist angepasst ist. Und die Moving Average, das ist entweder blau oder orange, rot, orange. Also, ich habe gesagt am Anfang, ich möchte gerne wissen, was ist Momentum? Momentum ist aufwärts, der Trend ist aufwärts, dann muss man da blau sein und man sieht hier auch Pfeile. Und die Pfeile gibt hier zum Beispiel Kauf an, hier auch Kauf und man sieht hier auch eine Rallye von fast 40 Punkten, das ist sehr viel. Hier auch einige Pfeilen und auf jeden Mann, dann sieht man auch einen Topf bekommen und das ist hier zum Beispiel und dann geht die blaue PMA nach Orange und dann geht sie nach Orange mit Verkaufpfeilen und man sieht hier auch nach unten 20 Punkte nach unten. Ich muss auch sagen, dass wir in den Morgen die DAX handeln von 9. Man kann auch von 8 bis 9 handeln. Und da habe ich auch einen Trick für, um das zu machen. Aber ich bin ein bisschen in Mexiko ist das um 2 Uhr nachts. Das ist zu early für mich. Und London Open gibt es hier. Das ist, wenn um 9 Uhr die Markt öffnet. Und die erste paar Minuten, 5 Minuten ist sehr volatil, also aufgepasst. Und ja, Michael sagt, morgens der DAX ab 15:30 Dow und Nasdaq. Ja, danke schön. Sehr gut. Toll, toll, toll. Also dann geht es los vom London Open. Und das ist, mal gucken, ob ich das hier schieben kann. Das ist hier. London Open is hier. Das springt natürlich terug. Aber man sieht auch, dass wenn de DAX öffnet, dan sieht man auch eine sehr starke Bewegung nach unten. Und das ist hier.
die orange Line, der orange Linie, die geht nicht auf einmal nach blau. Also man sieht auch ein Rally nach unten. Abstürzen nach unten ist das. Fast 80 Punkte. Und dann bekommen auch eine Konsolidationsphase. Und das ist immer schwierig. Natürlich ist es sehr gut, wenn ein Markt nach unten rutscht und ist jetzt short. Dann geht es sehr hart nach beneden. Aber das ist nicht immer das Fall. Und auch natürlich ist es gut, schön, wenn man kauft und es geht dann gleich hoch. Aber das ist nicht immer das Fall. Also, was wir auch machen, das ist hier zum Beispiel kaufen, aber wir haben auch eine Räume. Das heißt, wir gehen nicht bestens in den Markt, nicht gleich, aber ein bisschen später. Also hier gibt es einen Pfeiler und einen Pfeiler gibt es hier, geht man hier einen Order einlegen und 3-4 Minuten, wenn es nicht getriggert ist, dann gehe ich canceln. Und hier bekommt man einen Pfeil und hier gibt es einen Trade, auch 30 Punkte. Also, wir handeln auf 1-Minute-Grafik. Und weil ist das? Das ist, weil wir möchten so kurz möglich ins Markt sitzen. Und das ist sehr wichtig. Das Hit und Run ist das. Wir haben hier eine 1-Minute-Grafik, habe ich noch einen Indikator hinzugefügt unten. Und das ist MT-Indikator, das ist ein Oscillator, die geht von Plus nach Minus. Und wenn es von Plus nach Minus geht, Minus ist Verkaufszone und da oben gibt es Grün, ist es Kaufzone. Man sieht im Anfang, dass die Volatilität hoch ist und das sieht man hier auch unten. Und was man hier auch sieht, ist ein Umschlag nach unten und das gibt auch hier, das ist diese hier, ja hier, das gibt einen Umschlag und die besten Signale sind immer, habe ich gemerkt, vom Plus nach Minus oder vom Minus nach Plus. Also hier bekommt man ein Signal nach unten mit dem Pfeiler. Also was machen wir? Sehr einfach, wir haben ein Template, ein Checklist mit ein Strich. Wenn wir einen Pfeiler bekommen, orange, dann muss unten auch rot sein und keinen Punkt haben. Hier gibt es ein Pünktchen, ein Punkt unten heißt nicht handeln, weil Momentum geht dann abnehmen. Also das ist eine gute Zeit, um zu verkaufen, short zu gehen, hier auch. Hier gibt es auch einen Verkauf. Natürlich ist nicht ein ganzer Verkauf ist gut, weil hier gibt es auch ein Short, geht man rein und kann man hier ein Scratch machen oder vielleicht einen kleinen Verlust. Aber hier bekommt man wieder eine Pfeile. Unten sieht man einen Punkt. Punkt ist kein Trade. Kann man auf einem Balkon sitzen oder ein Schwimmbad nicht machen oder etwas trinken. Und dann später gehen wir mal gucken. Bekommen wir hier auch ein Pfeile. Hier, das ist hier ein Pfeile. Nicht am Top, aber hier. Und man wird eher eingetriggert. Kein Punkt hier. Und man sieht auch einen Rutsch von 21 Punkten. Ich habe gesagt, wenn man ein CFD-Kontrakt handelt von 0,1, dann ist das 2,10 Euro. Ist das ein Punkt, ist das natürlich 21 Euro. Wenn man 5 handelt, ist 105. Und wenn man 10 handelt, dann ist es 210. Also das ist sehr gut. Man kann so groß oder niedrig handeln, wie man möchte. Also. Das ist sehr cool und das ist sehr klar. Und ich habe gesagt, dass wir haben heldere, klare Signale hier auch. Ich habe gesagt, zum Beispiel, wenn man hier zum Beispiel einen Kaufpfeil hat, dann man muss gucken unten ein Punkt. Also nicht handeln. Ich habe gesagt, normalerweise muss man handeln mit der neuen Order. Und das ist auf online, ist hier New Order, Neue Order. Und stimmt das, dass ihr immer das einführen müsst? Stop Verlust, Take Profit und auch die Anpassungen machen. Das stimmt. Na, das haben wir geändert. Wir haben gesagt, das kann besser. Und wir haben Knöpfchen gemacht. Und das heißt, mit dem TDB, Trader Dashboard, machen wir, sagen wir zum Beispiel, wir haben Take Profit.
von 10 Punkten. Die 0 dahinter, das ist Korrektionsfaktor, aber 10 Punkten. Take Profit, Stop-Verlust ist 7 Punkten. Stop-Room ist 50. Die habe ich lieber ein bisschen in Krapper. Und Lot-Size 1. Also, wenn man dies machte, okay. Zum Beispiel, ich möchte das zeigen anhand von diesem, ja, das ist kein Kauf, aber zum Beispiel, wenn man kaufen geht, dann hat man ein mit einem Klick ein Trade. Also das ist kein Trade, aber das ist ein Order. Und ein Order ist Pending. Und man sieht hier auch mit den Order-Regeln Nummer natürlich, die Datum, Zeit, Buy-Stop, also das ist ein Stop-Order für ein Kontrakt DE40 Mini. Preis ist 13,687,95. 7 Punkte ist da unten Stop-Loss. 10 Punkte höher ist ein Take-Profit. Wir haben die 10 Punkte eingeführt, aber das ist natürlich nicht in Stein gebeitelt, weil wenn man Gewinn hat, das ist ein Luxusproblem. Wenn man einen Gewinn hat, kann man sagen, okay, ich gehe mein Stop-Loss nach Break-Even schicken, nach hier ungefähr, und wenn die Markt sehr hoch geht, dann kann man auch natürlich handmäßig die Verluste, der Profits, die Gewinnen nach oben schicken. Und das ist mit linken Mausklick ist das. Sehr einfach. Also, das ist sehr, ja, sehr toll, um das zu sehen. Jetzt ist es 11:30 Uhr hier und 6:30 Uhr bei euch. Gehen mal nach der Nasdaq und vielleicht Dow Jones. Vielleicht ist das mehr Feuerwerk. Nasdaq 100. Das kann man hier gucken. Sehen wir auch ein bisschen Trading Range achtig, also nicht so hier so viel. Gehen wir mal gucken nach die Pivot Points. Ich habe gesagt, bei Öffnung sieht man diesen Strich. Man hat gesehen, die A2 ist ausgenommen, geht nach unten und eine Abstürzung von mehr als 150, ja, fast 200 Punkte, das ist sehr viel. Und die Frage ist natürlich, $1 million question, von die 200 Punkte, wie viel kann man da von mitnehmen nach unten? Und natürlich hinten, das ist immer sehr gut um zu sehen, aber wir haben natürlich an die rechte Seite. Aber ich gehe hier mal gucken. Wall Street, W ist Wall Street Open. Und wenn 15 Minuten später, gehe ich lieber machen, nicht bei Anfang, weil die Volatilität sehr hoch ist, bekommt man auch klare Signale. Wir mal gucken. Hier ist ein Verkauf. Das war ein gutes. Hier ein Kauf, auch ein guter. Mit kleinem Gewinn, hier kleinen Gewinn. Und hier gibt es eine Drehung in dem Markt. Das ist auch wichtig, um das zu zeigen. Das ist hier nämlich. Hier gucken, an der rechten, linken Seite. Ja, ich weiß nicht, Alois geht immer, die kann immer die Grafik gut machen. Und dass das fixiert bleibt. Okay, hier. Ich denke, dass das ist dies. Ja, ja, ich sehe. Okay, wir haben hier die. Ich habe gesagt, die schönste Momentum zu kaufen zum Beispiel ist hier. Wenn ein Pfeil gibt es hier einen Pfeil. Geht nach unten, aber wir werden nicht getriggert. Hier werden wir getriggert. Und von den Punkten haben wir fast 40 Punkte kann man bekommen. Und hier unten gibt es auch unten grün. Man sieht hier auch einen Umschlagpunkt von dem Topf nach unten. Und man sieht hier Orange Line, aber nicht ein Pfeile. Nur gibt es hier ein Pfeile, gibt es auch ein Pfeile fast an den Topf. Geht nach unten, 40 Punkte. Und hier gibt es auch ein Topf. Hier nach unten. Man sieht hier auch ein Pfeil, das ist hier ein Signal. Das ist ein Pfeil hier nach unten für Sell. Und man sieht hier auch ein Punkt. Ein Punkt heißt, dass die Bewegung aus dem Markt geht, also Konsolidation, ist gefährlich hier zu handeln.
Aber ich mache auch immer, wenn die PMA orange ist, dann bleibe ich short sitzen oder ich gehe short. Man hat auch einfach hier 60 Punkte können haben und jetzt sehen wir einen Aufstieg von dem Markt. Wir müssen warten, bis ein Pfeiler geht, aber zum Beispiel, ich gehe hier einführen, 30 Punkte Gewinn. 30, 30, 3, okay. Ein Kontrakt. Das Unterschied zwischen ein Buy-Stop und einem Bestens-Order geht dann hier zum Beispiel, hier gibt es auch die Positionen, sind wir beide eingetreten. Wir haben hier jetzt einen kleinen Fluss. Hier sieht man, ist es nicht zu sehen für den Trade, weil wir müssen auf den Pfeiler warten. Aber das ist sehr gut, dass die blaue Leine hier ist und sehr toll ist zu sehen, dass wir jetzt mit der ersten Position haben wir 4 € Gewinn, können wir zum Beispiel die eine nach oben schieben und die andere laufen lassen. Also ich gehe mit 4 Punkten raus. Die andere, die gehen wir auch einschicken und die haben hier kleine Fluss. Also man kann sehr einfach handeln. Das ist hier zum Beispiel mal 2 € Gewinn. Aber das ist mehr als zu schauen, zu zeigen, wie das funktioniert. Ich habe auch gesagt, die R1 ist Widerstand 1 und man kann da Widerstand ja, erwarten. Wir haben hier eine PMA, das blau ist, das ist sehr cool. Und an der rechten Seite haben wir die M5. Und das Schönste ist, auch wenn die M5 eine blaue Linie hat. Weshalb? Weil die 5 Minuten, wenn die auch blau ist, dann ist das Momentum besser auf höhere Timeframe. Und was wir auch machen, ist, dass natürlich jede Bewegung startet mit die früheste Bewegung, also die früheste Bewegung ist auf 1 Minute, da fängt es an. Deshalb gehe ich immer auf 1 Minute schon handeln. Gibt es Fragen dazu bis heute, bis jetzt? Ja. Ich habe ein Bild, die ist sehr, sehr klein. Das muss ich anders machen. Ah, ich gehe die Questions anders machen. Okay, sehr gut. Ich sehe, guten Abend, hallo. Ja, Michael hat gesagt, DAX ab 35 Dow und Nasdaq. Gibt es Fragen über das System? Finden Sie das auch besser? Aber ja, ich benutze MT4 und das ist heute, haben wir das so gemacht. Nur mit MT4 arbeitet das auf jeden Moment, auf diesen Moment. Vielleicht, dass wir in der Zukunft das machen, aber wir brauchen Programmierzahlen damit. Und das ist eine Frage, ob wir das machen können. Aber das gibt es auch auf meiner To-Do-List. Ich habe sehr viele To-Do-Lists zu machen. Und die Punkte, ist es auch möglich für MT5, dann ist das auch eine Möglichkeit. Aber für heute ist das MT4, wenn man diese System auch hat und gekauft und dann bekommen Sie natürlich die Updates mit MT4 auch dabei. Also das ist One-Off. Möchten Sie auch einen anderen Markt sehen, wie zum Beispiel? Weil dieses System ist zum jedem Markt ist das gut. Nelson, bist du auch noch wach? Aber natürlich. Hast du noch einige Fragen vielleicht? Das wäre tatsächlich meine Frage. Ich wollte gucken, ob ein Zuschauer das fragt, ob das Ja. System auch auf alle Symbole anwendbar ist. Ob? Ob das System auch für alle Märkte anwendbar ist. Ja, alle Märkte auf MT4, weil FXFED bietet natürlich das an. Gehen wir nach die Grafiken. Was ich immer mache, wenn man mit Kontramarkt die MarketWatch zeigt, dann gehe ich das verbergen. Erst verbergen und dann alles zeigen. Und dann gehe ich etwas machen. Ich gehe blind einen Markt packen. Also gehe ich zum Beispiel
Okay, ich gehe etwas machen, das ist ein Forex mache ich, Euro-Dollar, und dann gehe ich blind, ich gehe mein Auge zu machen und dann gehe ich das einschieben. Das ist Euro-Canadien, das ist zufällig, das ist hier. Man kann auch natürlich wenn man die Symbolen wisst von FX-Trade, kann man auch sehr einfach die Symbole hier einführen, links unten auf dem Balk. Das ist Euro CAD, kann man einfügen und einfügen. Und wir geben die Templates mit Basis Euro CAD, das Basic. Und wenn man ein eigenes Profil gemacht hat, zum Beispiel Euro Dollar oder Swahili Dollar, kann man hier zum Beispiel mit den Profilen das auch machen. Das machen wir hier zum Beispiel Canadian FX Flat Webinar. Und dann gehen wir mal machen. Das ist hier zum Beispiel 15 Minuten. Das ist gut. 5 Minuten, das sieht auch gut aus. Muss man funktionieren. Und hier sieht man ein weinendes Gesicht. Das ist nicht gut. Muss man gucken. Okay, hier gibt es Standard Einfuhr. Wir müssen live handeln anklicken, das ist für die Knöpfchen. Und auch, dass die Einführung gut ist. 10 Pips, 10 Pips, 2 Pips. Lot Size 0.1, das ist 1 Dollar pro Pip. Können wir das auch für jeden Markt machen? Ja, weil das System geht nicht nach dem Markt gucken, sonst nach Momentum. Also hier gibt es Momentum nach unten. Man sieht hier ein Pfeil nach unten. Auf den Randchen, auf den Grenze, nicht, es ist ein Verkauf, aber ein Punkt unten nicht packen. Hier gibt es auch eine Pfeile, hier gibt es ein klares Signal und dann kann man zum Beispiel 10 Pips packen. Hier auch an der rechten Seite, Euro Canadian, und das ist hier auf dem Punkt nicht handeln. Also das ist verfügbar und zupassbar für alle Märkte, was FX-Trade anbietet auch. Ja, Albert fragt, ist Moving, ist das programmiert oder wie heißt die Indikator? Ja, das ist Propriety Moving Average. Also das ist ein Average, ein getweakt, angepasst. Und das ist geheim von den Schmidts, geheim von den Backer, wie man Brot backt. Das ist von Alois. Und ich muss noch etwas sagen, dass ich habe jetzt seit Juli, Juli habe ich die Aktivitäten übernommen von Money to Work. Und mit zwei anderen Kollegas. Und Alois ist noch immer dabei als Adviseur. Und die geht auch im September wieder ein Webinar mit uns machen. Aber er hat das ja, so gemacht und das hat er auch so programmiert oder programmiert lassen. Ja, wir brauchen auf, ja, MT4 ist besser auf jeden Fall. Okay, danke schön. Ich habe jetzt einige Slides zu zeigen. Das ist, wie finde das System an sich, ja, sieht gut aus, auch sehr praktisch, nicht sehr schwierig natürlich. Wir finden das ja, interessant, das System, unsere Plattform. Gehen wir mal gucken nach die andere. Das ist hier. Also die Vorteile mit dem System. Das ist für uns das Folgende. Das ist nämlich, dass ja, wir handeln sehr kurz in dem Markt und ich möchte gerne noch das Formular für euch einfügen, wenn man das möchte. Das ist hier. Und meine E-Mail-Adresse, das ist hier für, wenn Sie auch das E-Buch als Bonus bekommen möchten, umsonst können wir das anfragen. Also, was wir da machen mit dem System. Kurz in den Markt, 1 Minute Chart packen und das ist auf jedem Markt aufwendbar und wir verdienen auch Geld in jedem volatilen Markt. Ja, wenn ein Markt nicht bewegt, ja, dann können wir wenig machen natürlich und das ist klar. Und ja, das ist nämlich auch dabei, dass ja, wer hat von euch auch Aktien im Portfolio, Aktien oder andere Long-Only
Portfolios. Kann auch Krypto natürlich sein. Und wenn man das hat, dann hat man auch ein System nötig wie Daytrading, weil wir haben keine Overnight Positions. Wir gehen immer unsere Positionen schließen. Und Sie bekommen auch Rückendeckung für erfahrene Trader. Und ein WhatsApp-Forum für Trader, Feld von Handelsraum. Wir haben hier zum Beispiel Tradersgruppe hier gemacht. Und hier gibt es auch, dass man da auch nach gucken kann. Wir haben WhatsApp haben nicht mehr, weil WhatsApp hatte einige Hunderten und wir haben das ausgebaut nach mehr als 400. Und das dann brauchen wir Telegram. Sie bekommen auch exklusive Zugang zum Money to Work Membership Site. Und das ist hier mit Alois und mich, mit Tutorials, auch online Tutorials, auch auf Englisch. Aber wenn da viele Fragen danach gibt, dann geben wir das auch auf Deutsch machen natürlich. Also Channel, man bekommt auch Dokumente. Wenn ihr die Formular einfüllt, dann bekommen Sie auf jeden Fall diese Bonus-Sheet. Und das ist für euch natürlich zu bekommen. Und Sie können das via das Formular einfüllen. Also das komplette Paket. Was ist das? Das ist eine Coaching-Sessie mit Onboarding. Wir helfen mit Installation mit MT4. Auch danach gehen wir mithelfen, auch live. Und wir haben einmal pro Monat Q&A-Webinar auf Englisch oder auf Deutsch. Und wir geben auch Zugang zum System Telegram-Gruppe. Membership-Seite natürlich bekommen Handbücher. Und wir haben das ein komplettes Paket haben wir für euch. Ist das all inclusive? Ist das 1497 ist das inklusiv BTW, Umsatzsteuer ist das, Umsatzsteuer. Und das ist sehr cool. Das ist einmalig. Das ist nicht jedem Mal, aber einmalig. Und keine zusätzlichen Kosten für Updates, keine versteckten Kosten. Wir machen das Training für Sie fast einfacher. Das ist sehr wichtig natürlich. Und also Training ist schwer. Das ist nicht so. Ja, das ist nicht so viel. Training, das sieht sehr einfach aus, aber das ist nicht so einfach. Und ich hoffe, dass ich mit diesen Webinar einige Einsichten gegeben habe. Und für euch, ich möchte gerne noch einige Fragen beantworten, auch mehr zu zeigen, wenn man möchte. Also wir haben bis 7 Uhr Zeit natürlich. Also feel free, um eure Fragen zu schicken. Dann können wir das mal beobachten. Ja, es gibt nicht andere. Ja, andere Fragen. Vielleicht kann ich auch Bitcoin kann ich zeigen, wie das funktioniert. Das gibt hier unten Bitcoin. Hier gibt es auch eine Minute, 15 Minuten, H4 ist das. Und wir haben ich handle selber, Albert, ehrlich, das ist 30 Minuten in den Morgen. Und dann in der Mittag auch noch 30 bis eine Stunde. Und in Abend ab und zu Bitcoin. Und man sieht hier auch, man ist sehr kurz in der Markt. Aber wenn man klar ist, ist man klar. Und das ist mit Bitcoin natürlich sehr gut, dass man auch in der Abend kann handeln. Ich habe noch eine Frage, Nelson. Hier steht auch mit Bitcoin, kann man Montag bis Freitag handeln, ne? Bitcoin und Ethereum sind sehr gut. Und die Frage ist eigentlich, wie spät kann man das handeln? Das steht bei den Spezifikationen, ne, denke ich. Okay, ich denke mal, dass es hier ist. Bitcoin, auf Braun ist das, auf BTC. Ja, sieht oben.
Man sieht auch ein Spread von 45 Punkten, das ist quite okay, Spezifikation. Man sieht hier auch Kontraktgröße 10. Also ein Kontrakt ist 10 CFDs, also die Minimumvolumen ist 0,1. Das ist hier und hier gibt es Montag bis Freitag. 1 Uhr, 1 Uhr bis 4, bis 24, also 24 pro 7, no, pro 5 ist das. Und die Frage ist anders. Ich sehe auch eine Frage. Nelson, bist du da auch noch? Für Ja. Swaps. Wie funktioniert das Swap Rate? Zum Beispiel ist das, ich sehe hier ein Swap Rate. Und das ist hier. Ich gehe ein Highlighter machen. Spotlight hier. Ich sehe Swap Rate für Long. Heißt das pro ein Kontrakt ist das? Ein Kontrakt ist das 2,4496. Korrekt, ja. Und ist das pro Tag? Ist das wird das berechnet? Das wird genau, die Swaps werden jeden Abend berechnet und es Okay. gibt den am Mittwoch ist der 3-Tages-Swap, da werden die das Wochenende mit berücksichtigt. Okay, ja, dann wird es verrechnet. Okay, ja, cool. Genau. Es stimmt, dass man immer nach die Kontraktspezifikationen muss gucken, weil das ist sehr wichtig, um das zu sehen. Okay. Ich kann nicht, das Schirm kann ich nicht packen. Das ist ein Punkt, ist hier. Okay. Ja, also. Es ist sehr wichtig, um die Kontraktionsspezifikationen zu beobachten, weil man kann auch Fehler machen mit Kontraktgröße. Der DAX, das ist zum Beispiel 1. Und der normale DAX kann man 1 handeln und die Minis ist 0,1. Das heißt, dass man 10 Cent pro Punkt handelt mit 0,1. Okay, ja. Also, das ist Bitcoin. Man kann auch Ethereum packen. Das ist hier Ethereum. Das ist auch ein sehr schöner. Gibt es Leute in der Saale, dass die auch Bitcoin oder Ethereum handeln? Weil hier gibt es auch Volatilität. Wir müssen Volatilität haben. Das ist hier auch sehr viel. 30 Punkte. Das ist sehr toll. Ethereum. Wie viel Spezifikation ist das? Das heißt 1, Kontraktwerte 1, ja. Okay. Rohstoffen, handelt ihr auch Rohstoffen? Könnt ihr auch pro Schnitt, wie heißt es, durchschnittlich sagen, was die Märkte sind, wo viel aufgehandelt wird? Ist das bei euch Deutsch, der deutsche DAX, Nelson? Oder sieht man auch zum Beispiel in der Nasdaq in Amerika oder Bitcoin. Ja, natürlich. Also Nasdaq, Bitcoin, DAX selbstverständlich, Euro, US-Dollar, das sind die Märkte, die, sag mal, unter den Top 5 sind oder Top 10. Top 10 und Rohstoffe, like Rohstoffe, Öl und Gold, ne? Das sind so die Klassiker. ja, okay. Ich möchte gerne noch mal zeigen, die Öl, das ist hier, haben wir auch ein Profil gemacht. Kann man auch sehen, ob das hierfür gilt. Natürlich gilt das für jeden Markt. Also, was sehr cool ist zu sehen, das ist jede Seite. Hier haben wir auch H4, höhere Timeframe mit den Niveaus. Hier sieht man sehr gut die Niveaus, kann man beobachten. Hier. Und dann gehen wir nach der andere Schirm, das ist Normal M5. Sieht man auch, dass die PMA, die ist entweder orange oder blau. Und wenn es blau ist, muss man long sitzen. Sehr wichtig, man kann auch sehen, das ist mehr als 5 Punkte. Das ist sehr, sehr viel. Und wenn ich zum Beispiel diese packe, das ist ein Minute Grafik.
Und zum anderen kann man auch sehen, dass zum Beispiel hier gibt es einen Umschlag, gibt es rot, rot, rot. Hier gibt es eine Pfeile. Ja, ein schlauer jemand sagt, ja, das ist hier ein Kauf, das ist besser als diese. Weil hier gibt es ein Pünktchen und dann, das heißt, dass man nicht handeln möchte. Natürlich ist es besser, wenn man auf dem Boden handelt, aber ich habe auch in der Welt habe ich viel gereist. Ich habe noch kein Crystal Ball gesehen, kein kristallen Ball. Und ja, wir müssen ein System haben, das ist ja hier auch die MTW. Kann man hier gucken. Pfeile nach oben. Man sieht hier zum Beispiel jetzt 5, 6. Das ist 60 Punkte, das ist sehr viel für den Nasdaq. Und hier oben gibt es auch wieder ein Signal. Unten kein Punkt, blauer Pfeil, unten ist grün, aber das kann man auch mitnehmen. Also das ist 28 Punkte. Aber jetzt rutscht es ein bisschen bergabwärts und das ist hier Orange, BMA Orange und hier bekommt man auch einen blauen Pfeil, das ist nicht gut. Hier eine rote Pfeile, also man kann hier short sitzen und ja, man muss dann sehen, ob das auch durchgeht. Okay, danke schön. Wir haben noch einige Minuten. Wenn es noch Fragen sind, bitte fragen Sie. Wenn nicht, dann können wir das abrunden. Was meinst du, Nelson? Ja, also die Zuschauer können gerne noch Fragen stellen. Ansonsten hattest du ja auch die E-Mail hier in den Chat reingestellt, wo man im Nachgang auch noch Fragen stellen kann an euch. Ja. Und eure Webseite hattest du, beziehungsweise den Link hattest du ja auch gezeigt in deiner Slides. Da kann man sich ja auch informieren. Also wenn sie sich jetzt nicht trauen, dann gerne auch später. Aber hier ist ja noch was reingekommen für dich. Ja, ja, ja. Ich sehe, dass die Zeit, die Zeit, die habe ich anders. Ich sehe auch Ralf. Ah, sehr toll, Ralf, dass wir auch mitgehen heute. Und in welcher Zeitspanne muss ein Trade erfolgen? Ja, das ist sehr gut. Zum Beispiel hier bekommen wir, Sie sehen meine Grafik. Hier sehen wir meine Pfeile, gehen wir in die Checkliste beipacken. Das ist Pfeil nach unten. Wir müssen Short gehen. Gehe ich mal Short. Und dann gehe ich diese nach unten schieben, nach oben. Und ich muss mal diese noch anpassen. Das ist hier 330 Punkte, 30 Punkte mal 10. 2 Punkte kann ich. Ein Punkt machen, eins. Also, was passiert ist, wenn man ein Trade hat, dann muss das in einer Zeitspanne von, wie viel ist das? 5 Minuten, 7 Minuten muss das sein. Man muss keine Stunde warten, das ist nicht gut. Also, das ist zum Beispiel ein Trade und man muss gucken, die Spread, kann ich auch ein bisschen Probe machen für FX Flat, Nelson. Die Spread ist sehr gut. Das ist Euro, das ist WTI, das ist Öl. Ich dachte, das ist Nasdaq war. Also hier ein Sell-Signal. Die Spread ist hier sehr eng. Das sieht man hier. Das ist 3 Cent. Ja, 3 Cent ungefähr. Und man sieht hier plus minus. Das müssen wir natürlich erst gut machen. So, also das ist ein Trade hier. Und ich habe hier ein Trade gemacht, das ist hier zum Beispiel hier, das habe ich eingelegt, das stimmt, gehen wir nach der Nasdaq, gehen wir noch eine andere machen, das ist hier Nasdaq, werde ich mal zeigen, wie man auch einen anderen Markt machen kann, klicke hier zum Beispiel weg, diese weg und dann gehe ich Nasdaq einfügen. Das ist US 100. US. Ja. Weißt du das vielleicht, Nelson, wie man sehr schnell einen Ticker finden kann? Das ist immer ein Suchplatte hier. Man muss sehen, das ist like Höhe. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also wenn man ganz unten
Wenn man ganz runter scrollt in der Watchliste, dann hat man die Möglichkeit, ja, scroll mal runter, also wirklich bis ganz nach unten. Genau, dann kann man eigentlich unten auch suchen, aber du hast jetzt schon alles hinzugefügt. Das heißt, das ist jetzt schon in deiner Liste drin. Und ja, da leider muss man dann entsprechend, wenn man viele Symbole in der Watchliste hat, dann muss man suchen, manuell suchen. Ja, psi. Okay, aber das gibt auch gruppiert, Genau. grünes Beispiel, indisches, Genau, blau. die Gruppen sind farblich hinterlegt, Ja, ja. okay, ich sehe USTech und eine Explikation ist, dass USTech ist hier. Sie dürfen kein Nasdaq machen, oder weil das ist ein Name. Also FXTrade muss einen anderen Namen machen, oder USTech, das ist Nasdaq. Also machen wir hier eine andere Markt, das ist Nasdaq, die wir auch machen, das ist on the fly, machen wir ein Profil zusammen, gehe hier USTech 1 Minute machen, gehe ich nach Template, 1 Stunde, 1 Minute, Wall Street und natürlich 30, 30, 300 ist das, 300, 300 und dann 10, Lot Size 1, das ist gut. Also jetzt haben wir ein Profil gemacht und das ist USTech links und Rohstoff, Öl in der rechten Seite. Wir gehen nach die Profil, gehen wir Aufschläge sagen, das ist hier zum Beispiel US Nasdaq und also, man kann dann so sehen, dass man hier WTI macht. Also, wenn man ein Profil macht, dann kann man das sehr einfach suchen. Und dann ist hier unten, gibt es die Marken, die wir gemacht haben. Aber wenn man abschließt, dann kommen die nach oben auf alphabetischer Folgeordnung. Und so kann man auch sehr, ja, custom-made, wie ein Anzug, kann man das ja, sehr gut machen. Und sie kaufen und verkaufen Market Order. Ja, das ist nur, nein, das ist nur zu zeigen, um das uns hier zu geben. Normalerweise, wenn man hier zum Beispiel eine Pfeile gibt, dann geht man hier auf Buy Stop platzen. Dann sieht man hier, grün ist ein Pending Order, unten gibt es Pending Order. Und dann gehe ich mal warten. Und dann ist das auf dem Pending Order, die noch nicht ausgeführt ist, gehe ich warten. Wenn das 3, 4, 5 Minuten dauert, dann gehe ich canceln. Sehr einfach. Sehr einfach. Und was auch noch etwas ist, die Märkte sind natürlich immer in Bewegung. Also wenn man einen Trade hat oder kein Trade und die Farbe von dem PMA geht nach andere, die geht nach zum Beispiel nach Orange. Dann gehe ich auch canceln. Hier gibt es auch einen Stop-Knopf. Ah, wir sind jetzt eingetriggert. Siehst? Und dann können wir auch die Stop los entweder handmäßig mit linken Knöpfchen umhoch schieben oder wir können Stop los umhoch schieben mit dem grünen Punkt hier unten. Und wenn man draus möchte, dann kann man auf den Stop-Knopf drücken. Also das ist sehr einfach eine Click and Go System. Und ich bin sehr ja, stolz darauf. Ich weiß nicht, was ist ein Pau auf Deutsch? Ein Vogel mit sehr schönen Federn. Ich gehe nicht ja, mit Alois seine Federn prunken, aber das ist sehr ja, ein schönes System, sehr einfach zu klicken und zu handeln. Und man sieht auch, dass jetzt ist es Mittag, auch mit Mittag. Das ist nicht gut, um zu handeln, weil der Markt ist ein bisschen flat und das ist nicht gut. Wir handeln CFDs in Indeed. Doch eine Frage für Nelson. Die Forex, ist das Forex CFD oder ist das Spotmarket CFD, denke ich, hä? Wir haben beides. Also die Symbole, die du jetzt siehst, das sind die CFDs und die Spots, die haben noch einen Punktspot dahinter. Ein Die kann man Punktspot. bei uns,
Genau, die kann man bei uns auch handeln und sogar mit einem höheren Hebel, 1 zu 200. Spot oder CFD? Der Spot. Der Spot. Ah, okay. Ja, natürlich. Ja, weil die Hebel ist natürlich in Europa ist das begrenzt, ne? Genau, auf 1 zu 30. Und für Indizes auch, DAX zum Beispiel. Indizes ist 1 zu 20. 1,20 und Bitcoin zum Beispiel. Das ist aktuell, müsste 1 zu 2 sein. 1 zu 2, ja, natürlich, ja. Ja, okay, klar, Helder. Sehr gut. Ich sehe sehr ja, viele intelligente Fragen. Danke dafür natürlich. Also, ich habe nochmal die Form, die habe ich da eingefügt für euch. Haben Sie noch andere Fragen? Feel free, um mich zu anzuschreiben oder Nelson oder sein Team natürlich. Ich muss sagen, Nelson, dass auch für unsere holländischen Clients, Kunden, die sind sehr zufrieden mit eurem Backoffice und Support, weil sie sprechen auch Holländisch. Ja, vielen Dank. Gebe ich an meinen niederländischen Kollegen, gebe ich das weiter. Ja, natürlich. Okay. Dankeschön für Ihre Attention. Dankeschön, Nelson, für deine Moderation und ja, bis zum nächsten Mal. Und ja, schönen Urlaub, gute Nacht für euch und sehr viel Erfolg, guten Erfolg gewünscht. Ja, super. Wir haben zu danken. Vielen Dank für das Webinar. Ist wie immer ein interessantes Thema und natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle, die heute live dabei waren, bei dem schönen Wetter draußen. Dir noch einen schönen Aufenthalt in Mexiko, Jan-Robert, Dankeschön. und Ihnen natürlich auch noch einen schönen Abend und falls Sie morgen oder heute Abend noch handeln, natürlich viel Erfolg. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und gerne bis zum nächsten Mal. Also, bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.